Das Neujahrskonzert der niederösterreichischen Tonkünstler zählt in Wiener Neudorf bereits zur Tradition. Beschwingt startete man so in das neue Jahr. In Wiener Neudorf wurde das Kulturjahr 2023 mit dem Neujahrskonzert der niederösterreichischen Tonkünstler eröffnet. Das Orchester spielte von Klassik über die Romantik bis ins 20. Jahrhundert verschiedenste Stücke, um das neue Jahr musikalisch zu begrüßen. Es klingt fast, wie wenn man schon auf einem Ball wäre, und in die Richtung geht vor allem der zweite Teil auch dieses Programms, viel Johann Strauss, aber auch einige Dinge, die man so wahrscheinlich nicht kennt, aber auf die man sich sehr freuen kann. Was glauben Sie, ist es denn, dass die Werke, die heute Abend gespielt werden, generell ausmacht? Was macht es so besonders? Es ist auf jeden Fall passend eben zum Neujahrskonzertprogramm, ein sehr festliches Programm. Vom Repertoire, was ich singen darf, sind sehr viele kecke Arien dabei. Also alle Rollen, die ich jetzt verkörpern darf, sind ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Das macht sehr viel Spaß. Niederösterreichischen Tonkünstler bringen Hochkultur ins gesamte Bundesland. Es ist unsere ureigenste Aufgabe, den Leuten, die nicht nach Wien kommen können, die nicht nach St. Pölten kommen können, Freude zu bereiten und zu denen hinzugehen. Und das ist eine ganz besondere Qualität, die es sonst, glaube ich, nicht mehr so häufig gibt. Genau das gleiche Gefühl eben auch in einem kleinen Örtchen entsteht und der Zauber, den die Leute dort bekommen können, einfach auch hier stattfinden kann. Und das ist einfach das Schöne. Was glauben Sie, macht denn dieses Konzert so besonders und so beliebt bei den Besuchern? Naja, also wir kennen das Orchester natürlich, wir wissen, dass die Qualität toll ist, dass sie eine sehr, sehr gute Stimmung machen, und natürlich ist es ein Highlight im Jänner alle Jahre. Und die Dirigenten lockern das Ganze auch durch kleine Anekdoten und Geschichten auf. Darum glaube ich, macht das Ganze das sehr perfekt. Ich glaube, unser Saal ist auch wirklich ein sehr schön geschmückt und sehr einladend. Also da kann man sich schon auf ein Vergnügen freuen. Was genau bedeutet denn dieses Neujahrskonzert für Sie persönlich? Gerade in der jetzigen Zeit ist, glaube ich, besonders wichtig, dass man wieder Freude verbreitet, Musik unter die Leute bringt. Und das ist, glaube ich, mit dem Programm wirklich schön gelungen.